Emil Ciarán aus Präsidium Komposition. Auf dem Friedhof der Definitionen. Alles ist gegenstandslos für mich, denn ich habe die Gesamtheit der Dinge definiert. Dürfen wir uns einen Geist vorstellen, der dies ausdrückte? Und gelingt uns dies, wie ordnen wir ihn ins Zeitgeschehen ein? Umso leichter ertragen wir das, was uns umgibt, als wir es mit einem Namen versehen und es dabei bewenden lassen. Aber einen Gegenstand mittels einer Definition erfassen, so willkürlich diese auch sein mag, und je willkürlicher sie ist, umso bedenklicher wird sie sein, weil dann nämlich die Seele der Erkenntnis voraushält, hieße diesen Gegenstand schal und überflüssig machen, hieße ihn vernichten. Der untätige, müßiggängerische Geist, der nur im Schlafe eins mit der Welt wird, worin sollte er sich denn üben, wenn nicht darin, die Dinge, die Namen der Dinge auszuweiten, die Dinge selber aber leer zu schöpfen und durch Übungsformen zu ersetzen. Sodann schreitet er über ihren Schutz dahin, keine Sinneseindrücke mehr, nichts als Erinnerungen. Unter jeder Formel liegt ein Leiche begraben, Geschöpfe oder Dinge, alle gehen sie an den Trugbild, das sie erschaffen. So will es das frivole und zugleich schaurige Ausschweifen des Geistes, der sich in allen von ihm benannten und umschriebenen verzettelt. Er war in Wörter verliebt. Er hasste die Last der Wortlosigkeiten. Er nahm ihnen ihre Schwere. Er reinigte sie, bis er selbst leicht und rein wurde, erleichtert und gereinigt von allem. Das Laster des Definierens hat aus ihm einen anmutigen Mörder und ein unauffälliges Opfer gemacht. So wurde der Makel ausgelöscht, den die Seele über den Geist gebreitet hatte und vermöge dessen dieser sich auf sein Lebendigsein besinnen konnte.